Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Afghanistan heute gepunktet. Die Mannschaft besiegte zu Hause die Gäste aus Deutschland mit 2:0. Der Bundespräsident reiste anschließend weiter nach Nordafghanistan, wo deutsche Kampftruppen stationiert sind. Christian Wulff wollte eigentlich schon kommen, sagte aus Sicherheitsgründen vor 44 Jahren kurzfristig ab. Jetzt ist er da und lässt sich von Präsident Karzai erklären, wie gut dessen Land auf die internationalen Kampftruppen vorbereitet ist. Und ich bin vor allem ein verlässlicher Partner. Eine dauerhafte Lösung der Schuldenkrise in Griechenland ist nach Einschätzung von Bundesfinanzminister Schäuble nicht möglich. Bei strahlender Herbstsonne ist Koblenz zu Ende gegangen. Das Gelände war 6 Monate lang zu sehen. Koblenz gibt es alle 2 Jahre. Insgesamt wurden rund 3,4 Besuche verzeichnet. Deutlich mehr als erwartet. 2013 wird Koblenz in Hamburg unter dem Namen Hamburg stattfinden. 43 Jahre nach Martin Luther King wird der afroamerikanische US-Präsident heute das gut 10.000 Meter hohe Granitabbild Obamas einweihen. Aus dem Berg der Verzweiflung ein Stein der Hoffnung. Ihn als Idol zu würdigen sei nur das eine, hieß es heute. Wichtiger bleibe, schwarze und weiße Kinder auch zu beherzigen. Und nun die Wettervorhersage für den Oktober. Deutschland verabschiedet sich und bringt morgen weiten Teilen aber noch Sonnenschein. Heute Nacht funkeln zunächst meist die Sterne am Himmel. Im Nordwesten tauchen in der zweiten Nachthälfte dann die Sterne auf. Die breiten sich morgen Richtung Ostsee aus. Im Westen sowie an der Nordsee heute Nacht 6 bis 8 Sterne am Himmel. Im Südosten örtlich leichter Frost. Morgen 11 bis 17, am Oberrhein bis 18 Sterne. Bei längerem Nebel deutlich kühler. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 45.22 Uhr mit Präsident Karzai. Darin, wie Karin Mioska Nicolas Sarkozy herausfordern will, sowie ausführliche Berichte zum Erfolg.